Ja, servus Leute, ich bin's mal wieder, euer JB und willkommen zu einem kleinen MW3 Tutorial. In diesem Video werde ich euch kurz zeigen, wie ihr außerhalb der Map von Village kommt und wir fangen auch gleich mal an. Also, die erste Voraussetzung ist natürlich, dass ihr einen Sniper habt. Ich habe mich jetzt hier für die L118A entschieden und ihr braucht auf jeden Fall Totenstille Pro, ein Wurfmesser und es muss das private Match sein und ihr müsst einen Freund haben. Dann müsst ihr zu den gekennzeichneten Punkt kommen, das seht ihr hier auf der kleinen Map. Hier, wo der gelbe Pfeil ist, da bin ich und meine Freunde auf dem Baumstamm hier. Und ja, da oben hin, da wollen wir hin. Und es geht auch gleich los. Also, als allererstes, wie sieht ihr mit der Sniper auf euren Freund? So, gemacht. Dann die erste Schwierigkeit, ihr müsst jetzt gleichzeitig Messern und Wurfmesser drücken. Habe ich getan. Und gleich wieder Waffenwechsel. Jetzt seid ihr wieder zu eurer Waffe zurückgewechselt. Jetzt geht ihr nach unten und macht das Ganze nochmal. Wie seht ihr auf euren Freund? Wie seht ihr wieder weg? Drückt jetzt gleichzeitig Messer und Wurfmesser und dann passiert das hier. Ja, hat jetzt nicht ganz geklappt, aber ich werde es euch nochmal demonstrieren. Auf jeden Fall ist es dasselbe Prinzip. Also ihr müsst auf jeden Fall erstmal hier auf dem Baumstamm. Ich mach's jetzt etwas schneller. Genau, ihr seht euren Freund an. Messer und Wurfmesser gleichzeitig. Waffenwechsel. Geht wieder runter. Macht es wieder. Anvisieren, wegvisieren. Messern und Wurfmesser gleichzeitig. Und ihr kommt nach oben. Ja, Ziel dieses Glitches ist natürlich, da oben hinzukommen. Wenn ihr da oben seid, habt ihr natürlich mehr Möglichkeiten. Und ich versuche es jetzt nochmal ein drittes Mal. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann ja, füge ich einfach den Clip ein, wie ich es dann geschafft habe. So, wieder runtergehen. Anvisieren. Nicht ganz. Auf jeden Fall, das Grundprinzip sollte klar sein. Also ihr müsst erstmal anvisieren, dann gleichzeitig messern und das Wurfmesser drücken. Also Wurfmesser ist hier auf jeden Fall wichtig. Ob es mit der Claymore geht, weiß ich nicht. Und dann müsst ihr auf jeden Fall wieder runter, euren Freund wieder anvisieren, wegvisieren und wieder messern und Wurfmesser gleichzeitig. So, ich versuche es jetzt noch ein paar Mal und wenn ich es geschafft habe, dann ja, werdet ihr den Clip sehen. Ja, Leute, hier bin ich nochmal kurz. Und so habe ich hier einen kleinen Screenshot für euch. Ich habe jetzt mal die Klasse, also das Setup, kurz zusammengefasst. Für alle Leute, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, beziehungsweise für die es ein bisschen zu schnell ging. Ihr müsst eine Sniperwaffe eurer Wahl nehmen. Also egal, ob die Barrett, die Dragunov, die MSR, was ihr wollt. Am besten mit dem normalen Aufsatz, weil ich nicht weiß, ob es mit den anderen funktioniert. Dann ist das Wurfmesser auf jeden Fall Pflicht, weil ihr müsst ja im Scope Messern und Wurfmesser gleichzeitig drücken. Und Totenstille Pro auf jeden Fall, damit ihr keinen Sturzschaden erhaltet, falls ihr mal runterfliegen solltet vom Hügel oder falls ihr es beim ersten Versuch nicht schaffen solltet, so wie ich ebenfalls. Deswegen rate ich euch auch einen Taktikeinstieg mitzunehmen. Wenn ihr dann mal oben seid, könnt ihr ihn oben platzieren, könnt Trickshots machen in privaten Matches und ja, lasst euch killen, ihr seid wieder oben, legt ihn wieder und so weiter. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen, ich konnte euch ein bisschen helfen. Bestimmt witzig für ein paar private Matches mit Freunden, wenn man da irgendwie auf Trickshots geht, also ein paar Killcams da spielen oder was man auch immer machen möchte. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das Video bewerten würdet. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, euer JB. Is this thing on? Word. So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. Shit. So what, we go out, and let me get a lighter. That's how it's supposed to be. Cause you know I'm high as fuck and young and wild. Keep that in there. And free. So what, I keep them rolled up, sagging my pants, not caring.